So, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. Dieses Mal in einer anderen Tageszeit, und zwar 11 Uhr morgens. Ja. Gut, und jetzt betreten wir Jubelstadt. Hi Kevin, fängst du Pokémon? Nee, gerade nicht, nee. Ich habe die alle schon im letzten Part gefangen. Sorry Lucia, dass ich dich enttäuschen muss. Oh, Moment, ich glaube, mein Ding ist ein bisschen laut. Mein Radio. Okay. Nicht, dass man den Sound doppelt hört oder so. Wow, du hast schon 4 Pokémon? Ja. Wenn du so weiter warst, wird der Pokédex in 0, nichts vollständig sein. In Jubelstadt gibt es eine Trainerschule, die, nun du weißt schon, immer dasselbe, wie in jedem Spiel, erzählt über Sachen und so. Ja, Kevin, du solltest sie besuchen. Da bekommst du wertvolle Informationen. Ach ja, Walzer ist auch zur Trainerschule aufgebrochen. Nun dann, mach's gut. Alles klar. Ich muss schon vorher, ich sag schon mal voraus, dieser Part könnte ein bisschen anders werden, und zwar bin ich ein bisschen verpeilt hier jetzt in diesem Part, aus dem Grund, weil ich eine Überdosis LSD hatte. Nein, natürlich nicht, aber ich habe kaum geschlafen und deswegen bin ich jetzt ein bisschen müde. Also, sorry schon mal, falls ich jetzt ein bisschen anders drauf sein sollte als sonst. Gut, also hier ist ein Schild. Jubelstadt, Stadt des Frohmuts. Ach ja, frohes Denken ist eine gute Option oder eine gute Einstellung. Option, versteht ihr? So, ich tue mich jetzt mal froh einstellen. Hier, Option, das ist nämlich eine gute Option. Hallo, du da, Trainer. Wenn du mit deiner Weisheit am Ende bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll, sprich mit Leuten, sprich mit jedem, den du siehst. Ja, sieh dir die verschiedenen Orte an, reise, wohin du reisen kannst. Und so wirst du immer wieder Neues erfahren und erleben. Ja, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich alle Charakter hier anspreche, sondern der Hauptgrund ist, dass man manchmal von ein paar Leuten Items geschenkt bekommt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die ganzen Leute hier ansprechen werde in diesem Let's Play. Auch wenn es nervig sein kann. Gut, Pokémon sind wunderbare, geheimnisvolle Kreaturen. Aber die Trainer scheinen immer nur an das eine zu denken, ans Kämpfen. Ja. An das denke ich auch. Ich kaufe mir die Spiele nur wegen den Pokémon-Kämpfen. Wer kauft sie sich nicht nur wegen den Pokémon-Kämpfen? So, wusstest du eigentlich schon, dass sich einige Pokémon-Arten dann entwickeln, wenn sie von Kämpfen stärker geworden sind? Und wenn sie sich entwickeln, dass sie dann ein ganz unterschiedliches Aussehen bekommen können? You don't say. Gut, was hast du zu sagen? Dass es so etwas wie die Entwicklung gibt, macht die Pokémon noch faszinierender. Ja, ansonsten würde ich Pokémon wahrscheinlich nicht spielen, denn immer nur mit denselben Viechern kämpfen ist ja auch langweilig. Da ist es sehr abwechslungsreich, wenn sich diese Viecher von der Gestalt an ein bisschen verändern. So, gut, ich glaube, wir haben den südlichen Bereich von Jubelstadt schon ein bisschen erkundet. Die Stadt ist groß, das heißt, es wird ein bisschen dauern, bis wir ja die Stadt erkundet haben. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Alles klar. Und was machst du? Ich gebe meinem Pokémon immer ein Item zum Halten, bevor ich sie tausche. Damit macht man den anderen Trainer eine doppelte Freude. Jeder Trainer ist auch gleichzeitig ein Rivale. Also warum gibst du deinen Rivalen eine Freude? Sollte man nicht machen. Also, wenn ihr einen Rivalen habt, allgemein für euer ganzes Leben, wenn ihr einen Rivalen habt, egal in was, dann schenkt ihm gar nichts. Ja? Ganz einfach. So. Gut. Und hier ist ein alter Tatterkreis. Hallo Trainer! Weißt du viel über Pokémon? Ja. Ah ja! Du bist wirklich sehr klug! Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. So ist es. Aber du kannst ihr trotzdem mal einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Und wo ist mein
Wo ist mein Gebiss? Ich habe es verloren. Es liegt da wahrscheinlich auf der Straße irgendwo. Hast du es vielleicht gefunden? Na, falsches Spiel. Ja. Gut, hier ist die Trainerschule direkt vor unserer Schnauze. Und der Typ macht Werbung für die Trainerschule. Mit seinen 70 Jahren sollte er eigentlich schon in Rente sein, aber gut. So, Trainerschule, die ersten Schritte werden gemacht. Ne, wir haben die ersten Schritte schon längst hinter uns, seit gut zwei Parts. So, gehen wir mal dort lang. Hier drüben ist die GTS, die globale Tauschstation. Oh, du hast noch keinen Orden? Tut mir leid, aber du bist scheiße, ich lass dich nicht durch. Okay, sie hat uns auf freundlichste Weise, darüber informiert, dass wir hier nicht vorbei können. You shall not pass. Oder we shall not pass in diesem Fall. Gut, dann betreten wir das Pokémon Center. Wir müssen sowieso noch unsere Pokémon heilen. Also gut, hallo und willkommen im Pokémon Center. Wir heilen den Pokémon Wahnsinnfits, bla bla bla. Ach ja, und übrigens, ihr müsstet jetzt nicht mehr meinen, im letzten Part, da habt ihr bestimmt so ein Klopfen immer gehört, so im Hintergrund, ne? Das war meine Tastatur, und zwar lag es daran, da die Tastatur auf dem Tisch ist und mein Standmikrofon ebenfalls auf dem Tisch ist. Und immer wenn ich in meine Tastatur eine Taste drücke, dann lässt es mein Mikrofon oder meinen gesamten Tisch erschüttern. Und deswegen habt ihr im letzten Part so eine kleine Erschütterung immer im Hintergrund wahrgenommen. Und das habe ich jetzt behoben, indem ich jetzt die Tastatur auf meinem Schoß halte, ja? Und jetzt von meinem Schoß aus die Tasten betätige. Genau. Oben befindet sich der Connix Club. Dort kannst du mit anderen Leuten chatten und tauschen. Aber das ist noch längst nicht alles. Sieh dich dort unbedingt mal um. Ja, wir waren bereits oben, also von daher müssen wir nicht nochmal oben nachschauen. Auch wenn sich bereits 6 Pokémon begleiten, Nommel. Auch wenn dich bereits 6 Pokémon begleiten, du kannst weitere fangen. Sie werden automatisch an deinem PC gesendet, auf den du in jedem Pokémon Center Zugriff hast. Man kann unglaublich viele Pokémon fangen und das macht jedes Mal Spaß, den PC im Pokémon Center zu überprüfen. Ja, diese moderne Gesellschaft, willkommen im 21. Jahrhundert. Heutzutage macht man sowas auch in der Art. Und zwar mit seinem Smartphone. Da schickt man bestimmt ein paar Daten ins Internet und dann übers Internet wird es dann woanders übertragen. Auf ein Gerät zum Beispiel. Ich habe neulich im Radio gehört, dass ein paar Smartphone-Apps entwickelt wurden, die zum Beispiel dass man vom Auto aus, wenn man gerade so fährt, ne, dann holt man sein Smartphone raus, ist zwar illegal, aber who cares, und man kann dann von dort aus mit einer speziellen App, kann man dann seine Waschmaschine starten, wenn man daran denkt, auf der Fahrt oder so, ja. An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Und ich glaube, das geht noch weiter, diese Art mit den Smartphones. Und zwar glaube ich, dass sie eines Tages vielleicht sogar als Implantate an den Menschen angebracht werden. Also in einer späteren Zukunft. Am Ende des 21. Jahrhunderts vielleicht wird es soweit sein, vermute ich mal. Aber das ist wie alles nur eine große Theorie. Also, willst du ein Pokémon fangen? Solltest du erst deine KP senken. Machst du das nicht, sind Pokébälle nicht sehr effektiv. Und was hast du zu sagen? Ich brauche am dringendsten Tränke. Wird mein Pokémon kampfunfähig, wird mir ganz komisch und ich sehe nichts mehr. Das heißt, du musst kotzen. Ja, das Gefühl hatte ich auch manchmal. Allerdings nicht nachdem meine Pokémon gestorben sind, nein, sondern nachdem ich zu viel Bier getrunken habe. Wodka. Schmeckt gut. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Wodka schmeckt gut. Gemischt zumindest. Naja. Also, was verkaufst du denn? Hast denselben Schrott wie in der letzten Stadt? Und was verkauft deine Kollegin oder dein Kollege? Sieht für mich aus wie eine Kollegin, aber gut. Nicht der Rede wert. Alles klar. Nichts Neues im Markt, bis auf ein paar
Gegenstände wie zum Beispiel die Briefe. Ich habe mich schon mehrmals in einem Pokémon-Let's Play geäußert, was ich von Briefen halte. Also von daher muss ich es nicht mehr erklären. So, der Fleck, auf dem Jubelstadt liegt, wurde einst aus einem Berg gehauen. Menschen und Pokémon aus Erzelingen haben hierbei fleißig geholfen. Ein bisschen Geschichtsstunde? Interessant. Und mein Pokémon-Instinkt schlägt aus. Verstecktes Item. Gesichtet. Verstecktes Item. Nicht gesichtet. Verdammt, hier ist gar nichts. Aber ich rieche versteckte Items. Hier in dieser Stadt gibt es bestimmt ein paar davon. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Ich habe da ein Interview gegeben. Nein. Gut, hier ist ein Schild. Was steht darauf? Jubelstadt TV. Der Sender für Spaß und Spiele. Alles klar. Also quasi das Gegenteil von RTL. So, was ist hier? Jubelstadt Wohnungen. Mieter gesucht. Alles klar. Dann schauen wir mal rein. Vielleicht kriegen wir ja eine günstige Wohnung. Oder vielleicht auch nicht. Ist so ein Poketch nicht eine faszinierende Sache? Ohne Poketch wäre man als Trainer doch wirklich verloren. Ich lebe aber noch und ich habe keinen Poketch. Also, das ist ein Paradoxon. Ist das ein Paradoxon? Nein, das ist kein Paradoxon. Ein Paradoxon ist ja das, was sich selber widerspricht. Eine Aussage, die sich vom Sinn her widerspricht, allerdings doch richtig ist. Oh, dein Pokémon ist wirklich reizend. Hier, lass es diese Flinkklaue halten. Ah, endlich. Du bist der perfekte Beispiel, warum ich die ganzen Leute hier anspreche. Und mich voll labern lasse. Mit überflüssigen Informationen. Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Pokémon Supermarkt gekauft? Ein Heilball heilt ein Pokémon, sobald es damit gefangen wurde. Und das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Allerdings nur, wenn du nicht bereits 6 Pokémon im Team hast. Denn dann wird es von selber geheilt, da es auf die Box übertragen wird. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Und manchmal, wenn sie stärker geworden sind, lernen sie sogar neue Attacken. Das ist immer eine erfrischende und aufregende Sache für mich. Alles klar. Gut, hier kriegen wir anscheinend keine günstige Miete. Das heißt, wir verlassen einfach mal dieses Gebäude. So, dann gehen wir mal dort lang. Oh Gott, Fettsack. Fettsack. Alert. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann trete ich auf die Pommes von diesem Fettsack, ne? Die hat er sich nämlich dahingestellt auf dem Boden, ne, damit er in Ruhe seinen Hamburger rausholen kann. Der kommt nämlich gerade von McDonald's. Und wenn ich jetzt auf seine Pommes trete, dann rastet er aus. Passt auf. Okay. Ihm ist es egal. Jetzt will er Ersatz haben und deswegen lässt er mich jetzt nicht gehen. Aha, jetzt schlägt es bei ihm aus. Hey du! Du bist auf meine Pommes getreten! Du bezahlst die jetzt, die waren teuer! McDonald's ist super teuer! Naja. Gut, hier ist nichts. Hier ist ein Schild. Jubelstadt. Stadt des Frohmuts. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Kommt mir so bekannt vor. Naja, gut, dann schauen wir nach, was es im Westen so gibt. Das hätten jetzt die früheren DDR-Leute auch gesagt. Schauen wir mal nach, was es im Westen gibt. Okay, nein. Ich grüße an der Stelle alle Ostdeutsche. Alle ehemaligen Ostdeutsche. Heutzutage sind wir ja alle vereint, ne? Die Pocketsch-Gesellschaft. Pocketsch für die Welt. So, was hast du zu sagen? Wenn du viel mit deinem Pokémon unterwegs bist, wächst eure Freundschaft. Ja, das stimmt. Da gibt's nämlich so einen speziellen Freundschaftswert und das ist zum Beispiel sehr wichtig für Entwicklungen oder für bestimmte Attacken wie zum Beispiel Rückkehr. Und ja. Und die Freundschaft erhöht man, indem man einfach läuft, ein paar Kämpfe bestreitet mit seinen Pokémon und indem man sie voll pumpt mit Drogen. Genau, mit so Frohmachern. Schon wieder Drogen, habe ich gesagt. Also ich habe schon wieder Drogen gesagt. Also das Thema Drogen ist hier ein ziemlich großer Bestandteil am Anfang dieses Let's Plays, fällt mir so auf. Naja, aber Drogen sind schlimm, okay? Wenn du hier weitergehst, kommst du an die Route 208.
18. Verdammt. Dort kann man wunderbar angeln. Das weiß nur kaum einer. Gut, jetzt brauchen wir nur noch eine Angel. Eine Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Ja. Ja, eine sehr gute Antwort. Das wollte ich hören, Freund. Und da du ein Freund bist, schenke ich dir diese Angel. Ja, jetzt haben wir ja schon eine Angel. Das war ja leicht. Wo immer du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Soll ich dir erklären, wie man angelt? Ne, das können wir uns sparen. Ihr spielt es ja nicht. Und wenn doch, dann... Wenn ihr es dann spielen solltet, dann könnt ihr euch ja die Erklärung anhören. Allerdings weiß ich, wie man angelt. Beim Angeln nach Pokémon geht es nur darum, dass ein Pokémon auch anbeißt. Wenn das geschehen ist, holst du das Pokémon an Land und kämpfst mit ihm. Jetzt erklärst du es mir doch. Ich habe doch Nein gesagt. Warum erklärst du es mir trotzdem? Das macht keinen Sinn. So macht das Angeln doppelt Spaß. Ja, aber es macht nur halb so Spaß, wenn du mir erklärst, wie man angelt, obwohl ich schon weiß, wie man angelt. So, hier ist ein Schild. Ah ja, Route 18. Ja, nach Jubelstadt nach rechts oder nach Osten, was weiß ich. So, hier könnten wir jetzt theoretisch angeln und ja, komm. Dieser Steg, der bietet sich gerade so gut an. Ach, und ich habe wieder Select. Ich habe wieder Select gedrückt. Wobei, ich kann die Angel einfach auf Select packen. Genau, dann hat meine Select-Taste immerhin jetzt eine Funktion. So, und die Flinkklaue, die gebe ich einem unserer Pokémon. Und zwar gebe ich die Frau Löwe. Genau, so, Select. Nein, das ist Start, verdammt. Wenn ich Start drücke, drücke ich Select. Und wenn ich Select drücken will, dann drücke ich Start. Lustig. Also, ich drücke jetzt Select. Verdammt, das war nochmal Start. Okay, nochmal von vorn. Select. Select. Aha, geht doch. Da beißt nichts an. Ach, das wollen wir doch mal sehen. So leicht gebe ich nicht auf. Und? Na. Ich gebe nicht. So leicht gebe ich nicht auf. Na los, ich will ein Carpador. Na. Vielleicht brauchen wir eine andere Stelle. Hier ist wohl alles ausgestorben. Aber hier vielleicht. Nee. Wie gesagt, so leicht gebe ich nicht auf. Ein Pokémon möchte ich schon noch rausangeln. Ha! Ha, doppelte A-Taste, verdammt. Fast hätte ich das Pokémon verloren. Alles klar, Carpador. Damit habe ich gerechnet. Das ist ja... ein typisches Pokémon, wenn man eine Angel benutzt. So, und ich greife es an mit Ruck zu Keep. Oh mein Gott. Carpador setzt die stärkste Attacke in diesem Spiel ein. Den Platscher. Und wir nur einen jämmerlichen Ruck zu Keep. Und Carpador ist so, hat sich totgelacht, weil unsere Attacken so erbärmlich waren und deswegen ist es jetzt gestorben. Gut, aber jetzt haben wir, glaube ich, genug geangelt. Ein Carpador sollte, glaube ich, reichen. Wir werden, glaube ich, noch mehr Carpadors sehen. Da bin ich mir sicher. Alles klar, ich glaube, wir haben auch jetzt Jubelstadt komplett erforscht. Das heißt, wir können mit der Story weitermachen. Aber bevor ich mit der Story weitermache, ach, schön formuliert habe ich das jetzt, gehe ich nach Norden. Also ich gehe jetzt nach Norden, ne, denn da gibt's neue Sachen. Neue Pokémon und so ein Zeug. Und hier ist ein Gras. Und wir haben wieder ein, ja, wir sind wieder auf Gras, also auf Koks. Ne, Koks und Gras ist was anderes. Wir sind wieder im Rausch, sagen wir es so, weil wir so viel Gras geschnüffelt haben und jetzt sehen wir schon wilde Pokémon. Genau, das Spiel ist eigentlich eine komplette Droge. Ich meine, man läuft durch Marihuana-Gras, so Marihuana-Felder sind es hier, ne? Und irgendwann ist man so benommen von dem Gras, dass dann auf einmal ganz schnell ein wildes Pokémon auftaucht. Ja, das liegt an den Nebenwirkungen des
Konsums des Grases. Mann, wie ich auf sowas jetzt komme? Das liegt daran, weil ich müde bin. Keine Ahnung, wenn ich müde bin, komme ich auf so einen Mist. Vielleicht sollte ich mehr Parts aufnehmen, wo ich müde bin. Oder vielleicht auch nicht. Oh, ein schwächlich wirkender Trainer. Willst du wirklich gegen mich antreten? Natürlich. So, eine Herausforderung von Göre Sabrina. Ein Bidditzer schon wieder. Davon hatten wir schon im letzten Part mehrmals das Vergnügen. Also gut. Ihr Bidditzer ist ein Level stärker als unser Kampffalke, aber wir sollten es trotzdem schlagen können. Denn unser Kampffalke hat den Kampf in Falken. Also ein Kampffalke ist ja, war nicht so witzig, gebe ich zu. Ah, warum jetzt weniger Damage? Achso, er hat Heule benutzt. Stimmt ja. Wenn der Gegner Heuler benutzt, wird der Angriffswert gesunken. Gut, aber ich setze jetzt mal Fru Löwe ein. Ich muss den Namen dringend ändern. Hoffentlich finden wir bald einen Namenbewerter. Gut, Fru Löwe hat die Fähigkeit Bedroher und senkt daher den Angriffswert des gegnerischen Pokémons. Alles klar, was kann unser Shinox denn für Attacken? Die einzige Attacke ist Tackle, okay. Aber später wird es noch einige Elektroattacken lernen. Darunter eine schöne Attacke, nämlich den Donnerzahn. Aber fürs Erste müssen wir hier mit Tackle erstmal uns abgeben. Ach, dieses Mal war es ein Volltreffer. Okay, ich tausche das Pokémon aus. Das dauert mir zu lang. Und benutze Waterloo. Das sollte nicht so viel Damage machen. Gerade mal ein Damage. Das lag bestimmt an dem Bedroher, dass es jetzt so wenig jetzt abgezogen hat. Also gut, Step-Attacke, der Blubber. Ah, Flan hilft dir da nichts. Ich werde dich weiter attackieren. Und zwar mit einem Bitch Slap. Und Kampffalke erreicht Level 7. Neue Attacke. Windstoß. Oh, kein Windstoß. Und Fru Löwe. Oh Gott. Warum habe ich den Namen so blöd eingegeben im letzten Part. Egal. Hier ist der nächste Trainer. Mein Papa hat mir 2 Pokémon gegeben. Sie werden für mich siegen. Aus deinem Dialog kann ich herausschließen, dass du 2 Pokémon bei dir hast. Ha, ich bin so gut. Woher ich das wohl herausgefunden habe? Ich weiß es auch nicht. Ihr könnt mich auch Uri Geller nennen. Verdammt, nicht nochmal ein Carpador. Ah, Déjà-vu. Ich habe hier so ein kleines Déjà-vu jetzt, ah? Aber leichtes Futter für unseren Kampffalken. Also gut, nochmal Ruckzuck-Hieb. Pam. Irgendwie kommt mir so, also es kommt mir so vor, aber kann es sein, dass ich weniger betont, oder ne, betont rede ich auf jeden Fall, aber dass ich ein paar Buchstaben verschlucke zum Beispiel, ne? Wie soll ich das jetzt erklären? Dass ich zum Beispiel so mehr mit einem bayerischen Akzent rede und einige deutsche Wörter nicht immer ganz ausspreche. Ja, also dass ich zum Beispiel sage, ich greife jetzt mal an mit Ruckzuck-Hieb, ne? Vergesst das. Ich kann es nicht erklären. In meinem müden Zustand, kann ich nichts mehr erklären. Vor allem nicht mit solchen schlechten Beispielen, die ich so erfinde.
Oh, Staralil-Kampf. Wer ist der stärkere Pokémon? Und das stärkere Pokémon ist natürlich der Kampffalke. Und du stirbst jetzt. Grüß den Tod von mir. Level up! Und Level 8 für Kampffalke. Ich glaube, ich werde jetzt Shinux an die erste Position setzen, damit unser Shinux auch ein paar neue Attacken lernt mit neuen Level-Ups. Und ich habe wieder Select gedrückt. Ich glaube, ich sollte vielleicht die Tasten vertauschen. Dann habe ich wahrscheinlich keine Probleme mehr. Frau Löwe, Tausch mit Kampffalke. Es hat Level 3. Das müssen wir noch ein bisschen trainieren. Ja, jetzt habe ich... Das war jetzt gerade so ein Dingens, ne? So, was ich vorhin euch versucht habe zu erklären. Dass ich manchmal Wörter verschlucke. So ein... Zum Beispiel, ne? So ein, habe ich gerade gesagt. So ein wird es eigentlich ausgesprochen. Aber ich sag's so ein. Ja, und das, glaube ich, mache ich jetzt öfters in diesem Part. Wegen meiner Müdigkeit. Würde ich jetzt als Ausrede sagen. Aber vielleicht rede ich auch immer so. Ich habe ein Problem. Warum rede ich immer so? Egal. Oh, er macht uns ganz nass. Das macht mich ja richtig heiß, wenn du mich so nass machst. Wieder falsch. Was ist denn los mit mir? Unglaublich. Oder der... Ja, mein Pokémon macht es... Das ganz heiß, denn es ist ja eine Aufhören! Aufhören! Auf mit diesen. Auf damit, ja! Auf! Uncool! So, verdammt, ich muss Frau Löwe austauschen, bevor sie noch weiter nass gespritzt. Beherrscht dich endlich, ja! Dieses Let's Play wird nicht ab 18! Sondern es wird ab 16, nein! Oh, verdammt! Sehr effektiv! Hat aber trotzdem nicht so viel abgezogen. Alles klar, mit Blubber anzugreifen macht keinen Sinn, denn die Attacke ist nicht effektiv. Deswegen greife ich an mit einem Bitch Slap. Alles klar, Knospi erhöht seinen Spezialangriff. Die Frage ist jedoch, hat Knospi einen Spezialangriff? Ich glaube, Knospi hat keinen Spezialangriff. Jedenfalls für Level 7 glaube ich, dass es noch keinen Spezialangriff hat. Rankenhieb könnte ich mir vorstellen, aber ein Spezialangriff ist sowas wie Solarstrahl oder sowas. Oder was ist noch ein möglicher Spezialangriff? Ach, Absorber, stimmt ja, Absorber ist ein Spezialangriff. Verdammt! Oh, ich muss dieses Knopf wie schnell erledigen. So. Alles klar, Frau Löwe hat ein Level Up, zwei Level Up, sehr gut, und es lernt Silberblick. Boah, das gab jetzt viele Erfahrungspunkte. Okay. Und jetzt taucht ein wildes Pokémon auf. Oder wir haben wieder einen Anfall oder einen Trip. So schön ist die Welt. Ich sehe wieder lustige Viecher, die so gegeneinander antreten. Ach, das ist so schön hier. Ah, ich liebe Pokémon. So, Tackle. Schade, dass unser Shinux keine Elektroattacke drauf hat. Ansonsten könnten wir es vielleicht sogar one-hitten mit einer sehr effektiven Elektroattacke. Allerdings kann unser Shinux nur tackeln. Und natürlich auch Silberblick kennen. Alles klar, das wird spannend. Das wird spannend. Ach, du trägst eine Beere? Nein. Ach so, das war die Flinkklaue, die wir ihm gegeben haben. Und die hat jetzt Wirkung gezeigt. Alles klar, ich frage mich, ob die Flinkklaue permanent... Ja, die ist permanent, die wird nicht verschwendet, wenn nachdem... die ihren Effekt benutzt hat, sondern man kann die jederzeit benutzen. Okay, sehr gut. Okay, das wird spannend. Das wird spannend. Na, was glaubt ihr? Schafft Frau Löwe es noch oder wird unser Löwe von einem Federviech geplättet werden? Die Antwort? Jetzt. Ah, Flinkklaue, sehr schön.
Boah, das war ein knapper Kampf. Aber Frau Löwe hat ihn gewonnen. Und es gibt wieder Erfahrungspunkte. Das ist, soweit ich weiß, auch das erste Pokémon, was Frau Löwe alleine besiegen konnte. Und hier haben wir eine Höhle. Einen verwüsteten Pfad. Gut, was hast du darüber zu sagen? In der Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Ich denke aber, dass ein Pokémon in der Lage sein müsste, diese Felsen aus dem Weg zu räumen. Ja, hierfür brauchen wir eine VM namens Zertrümmerer. Die haben wir allerdings noch nicht und die werden wir auch noch nicht so schnell bekommen. Denn hierfür müssen wir in eine andere Stadt, wo wir die VM dann bekommen werden. So, hier finden wir ein Gegengift. Und ja, das war's auch schon. Mehr können wir fürs Erste nicht machen. Wir können nämlich nicht an diese Felsen vorbei. Alles klar, und jetzt haben wir auch schon den nördlichen Bereich erkundet. Jubelstadt haben wir auch schon weitgehend erforscht, bis auf die Trainerschule. Ich glaube, die schaue ich mir jetzt an. Oder vielleicht auch erst im nächsten Part. Ja, im nächsten Part jetzt. Ich glaube, ich beende den Part jetzt auch schon an dieser Stelle, weil ich dann im nächsten Part wahrscheinlich wieder ein bisschen munterer drauf bin. Und wenn ich munterer drauf bin, dann habe ich mehr Laune. Mehr Laune ist gleich mehr Spaß. Mehr Spaß ist gleich Fun. Mehr Fun ist gleich lustige Witze. Lustige Witze ist gleich besseres Let's Play. Besseres Let's Play ist gleich besser für den Zuschauer. Ah, und für diese Rechnung hätte ich jetzt einen Einser verdient. Aber ich kriege ihn bestimmt nicht. Also, falls ein Mathelehrer das hier sehen sollte, bitte geben Sie mir jetzt eine 1. Schreibt das in die Kommentare oder schreiben Sie es in die Kommentare. Gut, ich beende den Part an dieser Stelle und dann schauen wir uns im nächsten Part hier... Moment, ich wollte den Part an dieser Stelle beenden. Okay, ich hab's gesagt. Also, ich beende den Part an dieser Stelle und dann schauen wir uns im nächsten Part die Trainerschule an. Also, macht's gut. Euer Janka. Ciao.